Bremen schafft die Führung ab. Neues Jahr, neue Fahrstuhlfahrt und wir fangen ausnahmsweise mal nicht mit Motzen an, sondern mit Loben. Chapeau nach Bremen zur Sparkasse in Bremen. Die haben ja verkündet, dass sie unterhalb des Vorstands ihre Führungsebenen abschaffen. Und es gab natürlich dann auch wieder so einen minimalen Shitstorm, weil viele gesagt haben, naja, geht denn das? Wir haben doch auch regulatorische Anforderungen, Trennung von Bankgeschäft intern etc. Wir haben natürlich Funktionsbereiche, die getrennt werden müssen. Ich erinnere mich an eine Diskussion, als ich erfahren habe von einem Führungsmodell eines Callcenters der HDI in Rostock. Dort gibt es nur noch einen disziplinaren Vorgesetzten, nämlich den Geschäftsführer dieses Callcenters für 100 bis 200 Angestellte. Auch da, als das vorgestellt wurde, hat dann jemand gesagt und ist aufgestanden, hat gesagt, ah, das kann ja gar nicht gehen. Wir wissen doch aus der Führungstheorie, aber es ist halt eben auch dunkle Theorie, dass eine Führungsspanne von über 10 bis 12 Personen unmöglich ist. Ist es eben nicht. Man muss es nur anders organisieren. In Rostock ist das möglich und ich wette, in Bremen ist es auch möglich. Und ich vermute nicht, dass ein Experte aus dem Risikomanagement mal agil aushilft im Marketing, sondern dass die Mitarbeiter in den einzelnen Funktionsbereichen nicht mehr in Hierarchien aufgeteilt sind. Und das fühlt sich natürlich komisch an, weil Hierarchie hat was mit Macht zu tun, hat was mit Gehaltsstufen zu tun. Aber das ist alles in einer agilen Organisation, wie sie höchstwahrscheinlich in Bremen. So tiefe Einblicke habe ich ja leider noch nicht, aber mich würde das Thema auch mächtig interessieren. Mich interessieren natürlich auch Ihre Kommentare zu diesem Thema. Geht das? Ein führungsloses, das stimmt ja nicht ganz, aber unterhalb eines Vorstandes, also unterhalb einer juristischen Geschäftsleitungsebene, kann man da ohne Führung auskommen? Ich bin der festen Überzeugung, ja. Wie sehen Sie das? Ich bin gespannt auf Ihre Kommentare, wünsche Ihnen eine schöne Restwoche und sage bis nächste Woche hier im Fahrstuhl.